Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Life's a Glitch with Julian Bam, eine neue Netflix Original Serie von Julian zusammen mit seinem Bruder Sean Bu. Und es geht thematisch eben darum, dass Julian und sein bester Kumpel John in ein Paralleluniversum kommen durch einen ja etwas spezielleren Unfall, und von nun an haben sie sozusagen die Rollen getauscht. Also Julian ist nicht mehr berühmt, dafür aber John, und auch anders als man es erstmal erwarten mag. Und auf der anderen Seite geht es aber darum, sie müssen irgendwie wieder zurückkommen. Die erste Folge geht so darum, okay, neues Leben, was ist irgendwie Fakt und wie geht's ab? Auf der anderen Seite dann die anderen Folgen, wie kommen wir wieder zurück? So ist ungefähr die Grundthematik, aber dabei muss man auch bedenken, dass die einzelnen Folgen sehr unterschiedlich sind von ihrem Style. Es wirkt teilweise wie halt so einzelne YouTube-Videos in länger von der Thematik her, und dadurch ist es deutlich stringenter erzählt, aber am Ende fehlt leider ein bisschen so der richtige Tiefgang. Es wird an manchen Stellen schön angedeutet und auch vor allem die Freundschaft zwischen den beiden sehr gut beleuchtet, was ich toll finde. Das kommt auch echt gut rüber, weil die ist halt echt die Freundschaft dementsprechend. Aber insgesamt ist es von der reinen Erzählweise her ein bisschen zu low gewesen. Aber dazu kommt auch noch, wir haben einige sehr, sehr gute Darsteller dabei. Manche davon kennt man auch. Auf der anderen Seite haben wir aber auch wieder ein paar, die ein bisschen zu overacten, was aber im Sinne des Humors ganz gut funktioniert. Denn dieser Humor ist sehr, sehr ähnlich zu den YouTube-Videos von Julian. Und dementsprechend ist es auch perfekter Fanservice, weil man so viele Referenzen zu verschiedenen popkulturellen Sachen hat, aber auch zu YouTube-Videos von Julian. Dementsprechend hat man da immer wieder mal so kleine Schmunzler mit drin, wo vielleicht gar kein Gag versteckt ist. Dazu kommt auch noch, dass die Produktionsqualität extrem hoch ist. Also das Ganze kommt in 4K HDR raus auf Netflix und sieht einfach richtig gut aus. Also da kann man nicht meckern, auch mit dem Look und wie sie einzelne Sets beleuchtet haben mit diesen Neonfarben. Das sieht einfach cool aus und in HDR ballert dich das da einfach komplett weg. Und dazu kommt aber auch noch, dass wir manche Folgen haben oder manche Passagen in Folgen, die nicht so herausragend aussehen, weil einfach die Sets sehr stark an YouTube-Videos von Julian erinnern. Aber sonst ist das von der Qualität her manchmal ein sehr filmischer Look, manchmal eher ein bisschen, ja, so ein leichter Fernseh- bzw. Online-Look. Aber insgesamt von der Produktionsqualität kann man da nicht meckern. Das ist sehr, sehr gut geworden. Dementsprechend, was kann ich sagen insgesamt zur Serie? Es ist mit 4 Folgen natürlich sehr kurz, aber es, glaube ich, hätte sich nicht wirklich viel länger getragen mit dieser Art von Geschichte ohne weitere Figuren reinzubringen, dass man andere Side-Stories natürlich noch mit dazu bekommt und vor allem auch die Tiefe etwas erhöht werden kann. Dementsprechend, also für Fans sehr, sehr gut. Für alle anderen, die vielleicht Julian nicht kennen, weiß ich nicht, ob der Humor so perfekt funktioniert, aber ich vermute, dass es eher genau das geworden ist, was sie wollten, und das ist soweit auch ganz gut geworden. Dementsprechend Empfehlung meinerseits 3 von 5 Punkten. Es ist keine überragende Serie geworden, vor allem wenn man auch auf einen Netflix-Standard schaut, was sonst da abgeliefert wurde. Aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Also dementsprechend, es ist eine gute Serie für die Fans geworden. Und das, denke ich, ist es. Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!